Tag und begrüße Sie hier zur dritten Sequenz zum Apsenhaus. Ich möchte meine Partnerin, meine Frau Elke hier vorstellen. Sie hat ja das Haus geerbt und sie ist auch bei der Prometheus GmbH Mitgesellschafterin. Und sie und ich, wir haben die Idee gehabt, dass wir dieses Haus nutzen als Firmensitz für die Prometheus GmbH, die hier in Kassel einen hervorragenden Standort hat, in der Lessingstraße. Da soll im Prinzip auch nur ein Arbeitszimmer rein, weil das Haus soll im Wesentlichen genutzt werden als Haus für eine Familie, die eines Mitarbeiters, der hier im Haus dann auch tätig sein wird. Ja, bevor wir da aber solche Entscheidungen treffen können, wie wir jetzt konkret umbauen, war es natürlich wichtig, dass wir hier diese vorhandenen Einrichtungsgegenstände überprüfen, was kann man davon verwenden, wer kann das gebrauchen, wer kann eventuell Dinge, die wir nicht mehr brauchen, entsorgen. Aber das waren für mich nur zunächst periphere Überlegungen, weil meine Frau, die das Ganze ja geerbt hat, die hatte die Aufgabe, diese die Überlegungen umzusetzen in die Tat. Vielleicht sagst du dazu selbst was. Ja, genau. Ich hatte die Aufgabe, diese Überlegungen in die Tat umzusetzen und habe es auch als ein Bedürfnis meinerseits empfunden, dieses zu tun, da ich ja zu den verstorbenen Bewohnerinnen dieses Hauses eine verwandtschaftliche und emotionale Beziehung in 40 Jahren aufgebaut habe. Das ist nicht so einfach, wenn man plötzlich in so einem komplett eingerichteten Haus steht und man öffnet Schränke und es fallen einem verschiedene Dinge in die Hand, Kleidung, Bücher, Erinnerungsstücke von Menschen, die doch 90 Jahre in diesem Haus gelebt haben. Ich denke, jeder kann sich selbst gut in die Lage hineinversetzen, wie wird es sein, wenn ich später einmal nicht mehr da bin. Und andere Menschen öffnen meine Schränke und müssen alles durchsichten. Es war mir dabei ein Bedürfnis, diese Sachen nicht einfach wegzuwerfen, sondern Dinge, die ich selbst persönlich nicht gebrauchen konnte, beziehungsweise die ich nicht aufheben möchte, ja, Menschen zugutekommen zu lassen, die damit noch etwas beginnen können. So habe ich verschiedene Freunde, Angehörige durch das Haus geführt und war doch erstaunt, dass für jeden etwas dabei war. Dennoch bleiben immer Dinge übrig und so habe ich mich auch bemüht, wohltätigen Organisationen etwas zukommen zu lassen. Und trotz aller dieser Bemühungen gibt es praktisch noch einen Restbestand. Und den muss man denn leider entsorgen oder entrümpeln. Und zu diesem Zwecke haben wir uns bemüht, verschiedene Entrümpelungsfirmen, du hast sie angeschrieben oder im Internet gefunden. Und da sind wir auch fündig geworden bei der Firma von dem Herrn Trafeci. Und vielleicht kannst du da jetzt etwas zu sagen. Ja, die Aufräumarbeiten, die Elke, meine Frau, durchgeführt hat, die nahmen mehrere Wochen in Anspruch. Das Entsorgen der nicht benötigten Gegenstände, das ging sehr schnell. Ich hatte den Entrümpler, zwei Entrümpler bestellt, die sich ein Bild machen sollten von dem Aufwand. Die Stundenzahl, die da zustande kam, das war circa ein halber Tag. Das stimmte weitgehend überein, nur der eine, der wollte etwa 1000 Euro haben und hat dazu relativ unverbindlich was gesagt. Der andere, der Saita Frenci, der hat mir einen Festpreis genannt und der hat dann auch sehr schnell einen Termin freischaufeln können. Und als er dann um 8 ankam mit seinen 3 oder 4 Mitarbeitern, waren das, da konnten wir sehen, wie das Haus geleert wurde. Innerhalb von 4 Stunden war es aufgeräumt. Und am Ende muss man sagen, da waren wir sehr zufrieden und er hat uns dann auch, weil er das sah, dass wir glücklich waren, dass wir das Haus endlich mal so im Urzustand sehen konnten, hat er uns auch gleich gefragt, können Sie dann auch als Referenz für meine Webseite dienen, sind Sie bereit, dass Sie das, was Sie hier an Erfahrung mit mir gesammelt haben, auch weitergeben.
Ja, das haben wir getan und das war auch die Idee, dass wir anderen Handwerkern die Möglichkeit geben, dass sie, wenn sie mit uns diesen Umbau und Sanierung des Absenhauses begleiten, dass sie dann auch in einem Video ihre Arbeit darstellen. Damit bedanke ich mich.